Die Nachrichten. Deutschland. Wie eingehende Untersuchungen ergaben, hat der in Bonn verhaftete Meisterspion innerhalb von 3 Wochen rund 700 Fotos von Personen und Akten gemacht. Für diese Arbeit benutzte er eine Minox-Kleinstbildkamera modernster Bauart. Der Deutschbalte Walter Zapp macht 1922 eine Fotografenlehre in Reval, dem heutigen Tallinn, Estland. Dort kommt er auf die Idee zu einer Kamera, so klein, dass sie in der Hand verschwindet. Mit finanzieller Unterstützung meines nur mündlichen Vertragspartners Richard Jürgens begann ich ab 1932 versuchsweise mit der Neuentwicklung von Fotokameras. . 1934 entsteht die Urform der Minox, das berühmte Holzklötzchen. 1936 vollendete ich unter tätiger Mithilfe meiner estnischen Mitarbeiter den Prototyp der Minox, die Ur-Minox. Die ersten Versuchsaufnahmen liegen vor. Der Lizenzvertrag mit VEF, dem staatlichen Elektrokonzern, wird geschlossen. Im Frühjahr 1938 kommt die Riga Minox auf den Markt. Bis zum Kriegsausbruch werden ca. 17.000 Kameras gefertigt. Im Frühjahr 1941 floh ich. Flucht nach Deutschland mit Holzmodell, Ur-Minox und dem ersten Serienmodell. Er gründet gemeinsam mit seinem geschäftsführenden Partner Jürgens in Wetzlar sein eigenes Unternehmen, die Minox GmbH. 1948 wird die Firma in Heuchelheim bei Gießen ansässig und die erste Minox-Kleinstbildkamera nach dem Krieg ausgeliefert. 1950. Walter Zapp, der Erfinder, Werksgründer und Chefkonstrukteur, trennt sich nach erheblichen Meinungsverschiedenheiten von seinen damaligen Teilhabern. Den großen Erfolg seines Lebenswerkes kann der geniale Erfinder nur noch aus der Ferne beobachten. Über 4 Jahrzehnte sollte es dauern, bis sich der Kreis wieder schloss und Walter Zapp die Anerkennung zuteil wurde, die ihm gebührt. Während dieser Zeit entwickelt sich seine Kleinstbildkamera zu einem einzigartigen Hit rund um den Globus. Das kleine optisch-mechanische Wunderwerk avanciert zum Statussymbol für die große Welt im Rampenlicht und wird, zum Leidwesen seines Erfinders, das geschätzte Handwerkszeug der Schattenwelt. Von führenden Agenten empfohlen, spielt es bis auf den heutigen Tag eine tragende Rolle in geheimen Diensten. Und das nicht nur in Film und Fernsehen. Die Einführung der Minox B 1958 verhilft dem Kleinstbildformat endgültig zum Durchbruch. Der neue Bestseller ist trotz integriertem Belichtungsmesser kaum größer als sein Vorgänger, die Minox A. Permanent wird das System weiterentwickelt und perfektioniert. 1969. Als erste Kamera ihrer Art besitzt die Minox C eine elektronisch gesteuerte Belichtungsautomatik. 1972 wird die Minox BL mit CDS-Nachführbelichtungsmesser vorgestellt. 1978, die bis dato kürzeste Belichtungszeit, eine 2000stel Sekunde, macht die Minox LX zum neuen Spitzenmodell. 1992 kommen auch die Puristen wieder auf ihre Kosten. Die vollkommen mechanisch gesteuerte Minox AX rundet die Erfolgsserie ab. Im modernen Design steckt die bewährte Technik der berühmten Minox A. 1995 kommt die TLX auf den Markt. Sie besteht aus 375 Einzelteilen, die sich zu einem hochpräzisen Gesamtwerk zusammenfügen. Die Minox CLX wird 1998 weltweit eingeführt. Die chromveredelte Fortsetzung der LX-Generation ist und bleibt das Maß der Dinge im Kleinstbildformat.
Als ein wahres Kunstwerk der Optomechanik hat der Prototyp der Riga Minox in der ständigen Designausstellung des Museums of Modern Art in New York einen festen Platz gefunden. Im Juli 2003, zwei Jahre nach Verleihung des Estländischen Großkreuzes sowie der Ehrendoktorwürde durch die Universität Riga, stirbt 98-jährig Walter Zapp, der Urvater der Miniaturisierung. Doch sein Vermächtnis bleibt. Jetzt erobert die legendäre Spionagekamera die digitale Welt. Unbemerkt und unerwartet ist die Minox DSC jederzeit schussbereit für die spannende, aufschlussreiche Bilderjagd. Von Kontinent zu Kontinent tauschen M-Agenten ihre geheimsten, besten Aufnahmen aus. Auf der speziellen Domain licensetoshoot.com. Minox ist mehr als ein Markenprodukt, was nicht zuletzt die Sondermarke der Isländischen Post beweist. Der Walter Zapp Award, den Minox alljährlich in Riga, der lettischen Hauptstadt, an junge Erfinder vergibt, ist dem Andenken jenes letzten großen Pioniers der Fotogeschichte gewidmet. Die Legende lebt.